bisschen deformiert. Und die Hand ist ein bisschen so. Aber es Wer bleibt sagt eine das? Hand. Wer sagt bisschen so? Ich sage doch nur im übertragenen Sinne, eine Hand bleibt trotzdem irgendwie eine Hand. Eine Ameise hat so vielleicht so, oder ein anderes Geschöpf hat andere Hände, aber eine Hand bleibt irgendwie eine Hand oder eine Hufe oder was weiß ich was. Okay, Allah ist Ami. also ein Körper ist Mein das. Gott hat Hände, aber deiner war auf der Toilette. Ja, deiner geht doch auf die Toilette, wenn er auf dem Thron sitzt. Wer sagt denn, dass er auf die Toilette geht? Was hat denn das damit Ja, zu der hat ein tun? Gesäß, der muss auch bestimmt Kacke machen gehen, Er oder hat kein nicht? Gesäß. Wer hat das gesagt, Amir? Du hast gesagt, dass der auf dem Thron sitzt, Ja, Mann! dann lass ihn sitzen. Aber wer sagt denn Gesäß? Dann lass den Allah sitzen! Bleib sitzen, Allah! Audubillah, schau mal, Amir, Amir. Amir, Audubillah! Wer Amir, sagt zu mir Audubillah? Die lass uns Muslime mit. treten mit dir aus, ey! Amir, Amir, lass uns mit Quellen sprechen, mit Quellen. Ich rede doch mit Quellen. Allah, Dein Allah Prophet sitzt, aber wo hast du deine sagt. Quelle, dass er ein Gesäß hat? Wo ist die Quelle? Hat er nicht. Aber es gibt eine Quelle, dass Jesus genauso gegessen, getrunken, alles hat. Ja, weil er vollkommener Mensch wurde. Aber wie erklärst du das mit Allah? Er ist wie so Tetris spielen. Ding, 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 Nein, nein, ding, nein. ding, ding. Und dann Nochmal, machst du nochmal. so. Fuß, wie so Transformers. Fuß da dran. Tschack. Und dann kommt das Bein. Pam. Und dann kommen die zwei rechten Hände. Tack. Und dann kommt der wollige Kopf. Zu. Da kommt das Das ist hervorstehende Auge. deine Weißt du, was da Fantasie. Das rauskommt? ist Ein deine Monster, Fantasie. Mann. Ja, das ist deine Fantasie, Amir. Meine, so beschreibt Mohammed Allah selber. Da kriege ich übelste Nein, nein, Fantasien, nein. Mann. Er hat nicht gesagt, das wird wie ein Lego draufgebaut oder irgendetwas. Das ist deine Fantasie. Ich hab doch nur gesagt, wie macht der Allah das denn? Ist da, erstmal kommt das Fuß so. Und dann kommt dieses Bein da so. Nein, Was ist sehr, das das denn macht da? danach fragen wir gar nicht. Ja, wie? Da stellt man sich doch vor. Willst du mich Nein, veräppeln tut oder man was? nicht. Ich stelle mir meinen Gott nicht vor. Ich bin doch nicht krank. Nur ein Ja, aber dann Kranker kommen doch stellt sich voll sein die Gott vor. heblichen Gedanken in einem Nur ein hoch. Kranker Wenn du mir stellt sich sagst, vor, dass wie sein Allah Gott auf dem aussieht. Thron sitzt, wenn Allah auf dem Thron sitzt, wenn er ein Bein hat, wenn er zwei rechte Hände hat, wenn er einen Fuß hat, wenn er lockiges Haar hat, wenn er ein hervorstehendes Auge hat, wenn er zum Beispiel lächelt und Hervorstehendes sowas, ein Auge? Gesicht hat. Hervorstehendes Auge, Amir? Also da musst du mir doch mal die Quelle zeigen. Ja, kann ich dir zeigen. Guck mal, der Allah Ja. hat mehrere Augen. Er hat Augen, ja, das stimmt, aber Ja, das stimmt. herausstehendes Auge? Ja, also Herausstehendes Auge? der Mohammed beschreibt den Dajjal. Der Mohammed beschreibt den Dajjal und dann sagt er, wisse, dass dein Herr nicht einäugig ist. Also alles, was den Dajjal und Allah unterscheidet, ist dieses eine Auge. Allah hat mehrere Augen, mindestens zwei. Richtig, ja. Aha, danke schön, richtig, siehst du? Du bestätigst mich. Danke. Du hast recht. Allah hat auf jeden Fall nicht ein Auge, so wie der Dajjal. Richtig. Sehr gut. Guck mal, wie ehrlich der ist, ey. Nicht einer, der das leugnet und so. Hammer. Ja. Position ungenau. Suche seine. Ich bin Nochmal sehr zurück zum begeistert. Thema. Ja, Ich bin sehr jedenfalls begeistert. zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Mein Habt ihr das Gott gesehen, ihr beschreibt Lieben? Guck sich, mal, wie ja. ehrlich der ist. Der ist heftig. Mein Gott beschreibt sich so, wie er sich beschreibt. Glaub mir, Aber so er war ich, geht nicht auf die warte mal, Toilette, warte mal. Amir. Warte mal, warte mal, mein Lieber. So wahr ich hier sitze, die Muslime sagen jetzt gerade in sich selber, Amir hat den bezahlt, damit er hier reinkommt und sowas sagt. Ich garantiere dir, dass es solche Muslime gibt. Als hätte Ich ich würde dich hier sie nicht reingeholt, als dass du Muslime sowas bezeichnen. Sie sind aber keine Muslime, sie sind sagst. Kuffar. Dr. Sheikh Awami holt die immer von irgendwo und lässt die einfach hier reden. So verrückt sind die alle. Schau mal, Amir, Amir. Guck mal, ich rede einfach, ich bestätige einfach, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt und was unser Prophet Sehr gut. sallallahu alaihi wa sallam sagt. Sehr gut. Fertig. Alles darüber hinaus ist Philosophie. Und Sehr nochmal, gut. ich kann niemals bestätigen, dass Was unser hältst du Gott denn ein von dieser, Gesäß was hältst hat. du denn von dieser, was hältst du denn von dieser Maturidiyya und Ascharia und Sufilisten und Mustilisten und wie sie heißen? Mir sind die Christen lieber, um ehrlich zu sein. Aha, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Christen am Leben zu behalten oder einen Sufi, was würdest du machen? Also solche Gedankenexperimente machen wir nicht, aber wie gesagt, ich mag die Christen mehr als die Maturidiyya. Ja, okay, aber was ist mit, was würdest du machen, wenn du die Wahl hättest, einen Christen am Leben zu lassen oder einen Sufi oder Maturidiya? Was würdest du machen? No nochmal, Gedankenspiele machen wir nicht. Ja, aber rein aus dem Konzept, dass du so Verachtung für diese Leute hast, dass die dein Wort Gottes etwas hinzufügen und Mohammed etwas in den Mund legen, was er niemals so erklärt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, du möchtest mich in eine Ecke drängen, aber nochmal, wir machen keine Gedankenexperimente. Ja, du sollst aber bitte das sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Du bist doch ehrlich.
Wie gesagt, ich bin ehrlich, aber ehrlich gehört auch dazu, dass ich sage, ich mache keine Gedankenexperimente. Ja, okay, lassen wir das, okay. Ja, stimmt doch oder nicht? Okay, dass du schon gesagt, dass du zu mir gesagt hast, dass du die Christen eher akzeptierst als diese Maturidiya und Sufi und so, das hat mir schon gereicht. Da wusste ich schon, okay. Ja, das hat dir schon gereicht, Amir. Ich habe mal eine Frage. Du warst doch im Gefängnis und hast dort doch zum Christentum gefunden. Wie ist das eigentlich abgelaufen? Das wird mich ich habe nicht dort zum Christentum gefunden, sondern ja, wie dann? Da ging meine Reise los und da habe ich jemanden zugehört, der ein Imam war, der zu Jesus Christus gefunden hat. Und ich habe mir sein Lebenszeugnis ungefähr 8 oder 9 Mal angehört, hintereinander. Und dann habe ich mir natürlich, Koran hatte ich ja sowieso in meinem Raum. Und dann habe ich mir die Bibel zusätzlich besorgt und habe dann angefangen nachzurecherchieren. Also du siehst ja, ich bin immer so jemand, der sofort alles nachrecherchieren muss, nachgehen muss, ob das alles stimmt und so. Ja, und dann hat meine Reise begonnen. Als ich dann draußen war, ging es weiter, weil da hatte ich das Internet zur Verfügung, verstehst du? Und dann, ja, in dieser heutigen ich Zeit... Ich kenne das Internet, selber auch, Armin. Ja. Ich kenne das übrigens selber auch, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also ich bin kein 0815-Typ, der aus irgendwelchen nichtigen Gründen irgendwie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Nein, ich habe mir Jahre mein Hirn zermartert über dieses Thema. Und als ich an den Punkt kam mit der Kreuzigung, da konnte ich das nicht mehr leugnen und wusste, dass Allahs Religion eine riesen Täuschung ist. Okay, ich okay, wusste es. Okay, das musst du mir erklären. Was meinst du damit? Das wäre sehr interessant. Ja, also Allah sagt in Sure 3, Vers 54, wa makaru ha makara Allahu khairun makirin. Und sie schmiedet eine Liste und Allah schmiedet eine Liste. Und Allah ist der beste Listenschmied. Wir sehen also in Sure 4, 157, dass Allah die Kreuzigung hat sie stattfinden lassen und hatte so jemand Ähnliches an das Kreuz genagelt, der so aussah wie Jesus. Hat die ganzen Beteiligten an der Kreuzigung angelogen, betrogen und es so aussehen lassen, als wäre Jesus da am Hängen und keiner ist es aufgefallen. Er wartet also 600 Jahre später, kommt er mit einem Propheten namens Mohammed und versucht die gesamte Christenheit, die er selber hat entstehen lassen, durch diesen Betrug, den er gestartet hat, zu revidieren, zu negieren und zu sagen, nein, ihr braucht nicht daran zu glauben. Ich habe meinen Propheten jetzt entsandt und ihr müsst jetzt an den Koran glauben und da ist die letzte Botschaft. Guckt dir das mal an. Okay. Allah okay, lässt also genau zu, dass die gesamte Dreieinigkeit, Konzil zu Nizia, 600 Jahre das gesamte Christentum entsteht und dann kommt ihr 600 Jahre später mit einem Propheten und sagt, nein, Bibel ist verfälscht, ihr braucht nicht daran zu glauben, dass ihr gekreuzigt worden ist. Gab es vor Jesus auch andere Propheten? Bitte? Ja, oder? Es gab vor Jesus auch andere Propheten, oder? Ja, die haben von Herrn Jesus Christus Zeugnis abgelegt. Warum sagst du nicht bei denen? Ja, Moses hat alles aufgebaut und dann ein paar tausend Jahre später kommt dann jemand, der ist Jesus und dann... Nein, das stimmt gar nicht. Du siehst ja, dass Gott einen Bund mit Israel geschlossen hat. Danach kamen die Propheten, die über den Messias berichtet haben, über den ewigen Sohn Gottes, der Mensch wird. Neues Testament, neuer Bund mit Gott und den Heiden. Jesus Christus kommt auf die Erde. Ihm wurde der Weg geebnet, dem Herrn. Und er hat die Sünde der Menschheit auf sich genommen. Jesaja 53, ich lese es dir vor, damit du siehst, mit wem wir es zu tun haben. Jetzt gehst du kaputt, warte. Ich werde deine Antworten entscheiden. Hör zu, damit die Muslime auch lernen. Wer der Herr Jesus Christus ist, der ewige Gott, Yahweh, der Mensch wurde. Nochmal zu der Frage zurück, wie findest du das, dass dein Gott auf der Toilette war? Ja, wenn er Mensch wird, dann natürlich muss er auf Toilette, was willst du machen? Ja, also aus dem Gesäß von meinem Gott kommt kein... Ne? Ja, aber dein Gott hat ein Bein und er sitzt ja mit seinem Hintern auf dem Stuhl. Ja und? Auf dem Thron. Hintern hat niemand gesagt, aber aufs Ja, aber man stellt sich dann das hervor, ne, oder? Das hast du ja bestätigt. Lenk mich ab. Ha, les vor. Du lenkst ja gerade ab. Nee, ich bin am Suchen. Du machst mir die ganze Zeit weiterhin Fragen stellen. Ja, du Armia. Jesaja 53, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf
vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten durch und durch seine Wunden sind wir geheiligt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt war, verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele Gerechte machen. Und ihre Sünden wird er tragen. Was wird er tragen? Und ihre Sünde wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Amen. Okay. Wo das ist jetzt der gesamte Kreuzesweg des Messias, des Herrn Jesus? Ich hab dir zugehört. Wallah, ich hab dir zugehört mit Respekt. Wo ist jetzt hier der Beweis, dass das Christentum die Wahrheit ist? Ich habe dir nur gesagt, die Prophetie aus Jesaja 53 hat sich durch Jesus Christus erfüllt. Du siehst also, dass Gott sich durch seine Propheten ankündigt, selber hier hinzukommen und sich selber durchbohren lässt. Wir haben noch einen Beweis aus Zacharia 12,10, wo Gott selber sagt, sie schauen auf mich, den sie durchbohrt haben. Wie kannst du denn Gott durchbohren, wenn es nicht in einem physischen Körper ist? Also Jesus Christus. Ich glaube nicht an einen Gott, der durchbohrt wird. Aha, deswegen wirst du auch eines Tages zur Strecke gehen, weil du Gott das weggenommen hast, womit er sich selber beschrieben hat. Genau dieses Prinzip, was du bei deinem Gott anwendest, wirst du aber hier verneinen. So eine Logik bringst du an den Tag. Woher Wahnsinn, wissen wir jetzt, was das Richtige und was das Falsche ist, Amir? Ich vertraue Gott, denn ich mache aus Gott keinen Hampelmann. Hör mir zu. Ich mache aus Gott keinen Hampelmann, einen Idioten, der nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Ich glaube, dass Gott in der Lage war, sein Wort durch die Jahrtausende hier in unsere Zeit zu bringen, damit wir Gerechtigkeit erfahren dürfen, damit wir Gott vertrauen. Amir. Sonst ist Gott ja nicht vertrauenswürdig. Amir, was wurde verfälscht? Ja, ihr sagt, es verfälscht. Ja, dein Buch, nicht meins. Ja, von wer hat das herabgesandt? Gott. Allah, richtig? Ja. Also war Allah nicht in der Lage, ein paar blöde Menschen aufzuhalten, die sein Wort gerade verfälschen. Amir, es hat nichts mit in der Lage zu tun. Es hat damit zu tun, dass es Gottes Plan ist. Gottes Plan ist es, die Menschen also in die Irre zu führen, 600 Jahre lang zu warten, damit alle in die Hölle fahren, die an die Kreuzigung glauben. Ne? Wem willst du diesen Blödsinn erzählen, Mann? Nein. So ist das. Nein, Amir. Ja, überleg mal, jetzt überlegst du gerade. Amir hat recht. Allah hätte also sofort einen neuen Propheten auf der Welt das Ganze klarstellen sollen, damit nicht 600 Jahre warten. Amir, warum bist du eigentlich so aggressiv? Mit drei Einigkeit, alles entsteht. Ach komm, das ist doch nicht normal, Mann. Warum bist du so aggressiv, Amir? Ein bisschen. Ja, weil ich das nicht verstehe, was du da gerade sagst. Du überlegst noch nicht mal, was du da gerade sagst, Mann. Wir können du machst ganz aus Gott einen Idioten, Mann. Sprechen, Amir. Wir können ganz ruhig miteinander sprechen. Ja, das aber du kennst mich. Ihr habt eine sehr aufbrausende Art. Und wenn ich merke, dass du irgendwie abschweifst und versuchst, aus Gott einen Idioten zu machen, natürlich rege ich mich auf. Nein, schau mal. Also na klar, die Muslime machen unbewusst aus Gott einen Affen. Amir, Mensch, lass mich doch aussprechen.
So, ich war auch mal ein Christ, so wie du einer bist. Okay? Du warst kein Christ. Wallahi, ich war Christ. Nein, du warst nicht Christ, erzähl keinen Blödsinn. Ochsen billahi ta'ala. Ochsen billahi, Ochsen von Billa, genau, Ochsen von Billa. Wie du das aussprichst, Oximo billahi. So wird das ausgesprochen, du Vogel. Ey, hey. Hey, hey, hey. Was, ey? Was, ey? Auf sowas zu sagen. Ja, Mensch, jetzt habe ich aber Angst. Okay, jetzt höre ich auf. Auf sowas zu sagen. Gott segne dich, aber sag sowas nicht. Jetzt höre ich auf, sowas zu sagen. Okay, Amir, schau mal. Wie gesagt, ich war ein Christ gewesen. Danach habe ich mir gedacht, mein Gott, war nicht auf der Toilette. Okay, zitier mal das Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So. Was jetzt, Amir? Was jetzt? Was jetzt? Du bist der beste Christ, den ich jemals gesehen habe. So leicht wird man dich auseinandernehmen. Hast du gesehen? Und jetzt? Was so leicht? Mit dir. Habt ihr das gesehen? Aha. Mich macht er nicht zum Affen. Mich macht er nicht zum Clown. Wie der mich nur anlügt, ne? Hab ich gesagt, okay, mach mal das Vaterunser. Wir drehen den Spieß einfach um. Okay, wenn du Muslim war, dann mach mal Al-Fatiha. Kennt ihr doch das Spielchen, ne? Der war nie ein Christ. So sieht's aus. Aber ich habe von meiner Mutter als kleines Kind Al-Fatiha beigebracht bekommen. Ich habe meine Mutter beten sehen, wie sie in ihren Raum gegangen ist, ihr Hijab angezogen hat und gebetet hat zu Allah 5-mal am Tag. Ich hab's gesehen. Meine Mama hat's mir beigebracht. Ich war ein echter Muslim. Ich kam aus einer muslimischen Familie. So sieht's aus. Das, was der da gerade macht, das war einfach nur. Aber wenigstens war der ehrlich mit seiner. Wenigstens war der mit seinen islamischen Schriften. Wie der Allah beschrieben hat. Habt ihr das gerade gesehen? Ist das herrlich. Da haben wir wieder viel Spaß gehabt. Hey, lieben 1200 Leute. Boah, das war gerade richtig heftig, hä? Ja, ich kann. Mein Wille geschehe, sagt er. dein Wille geschehe, also nicht Wille von Gott soll geschehen. Ja, natürlich, klar. Ja, und so weiter, sagt er. Ja, und so weiter. Geh bitte schlafen, ey. Hast du gesehen, nur mit Decke zugedeckt. Tschüss. Gute Nacht. Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin am Sterben. Ich nehme ganz TikTok auseinander, ey. Ich bin auf allen For You Pages. Kommt in mein Live rein mit Dr. Sheikh Abu Amir. Ja, wie ist das, ihr Liebe, mit euch zu sein, echt ein bisschen Spaß zu haben, den Herrn zu preisen. Habt ihr gesehen, Jesaja 53 ist der Untergang für jeden Juden auch, der leugnet, dass der Messias kam, um für seine Schuld zu bezahlen. Die warten bis heute noch auf ihren Messias. Und der Roger Libby hat ihn auf einer super Art und Weise so widerlegt, den Rabbi Itkin, der das nicht wahrhaben wollte. Jesaja 53 ist der Untergang für jeden, der leugnet, dass der Messias kam. Jeder. Deswegen lesen sie das auch nicht mehr vor in den Synagogen. Das verbotene Kapitel, Jesaja 53. Haltet am Herrn Jesus Christus fest, ihr Lieben. Jesus Christus lebt und wird wiederkommen und er wird die Toten und Lebenden richten. Das war gerade heftig. Ah, du warst Christ, dann lass uns mal gucken. Das ist schon drin, ne? Orhan Abi. Ja, hallo, Amir. Hallo Orhan Abi. Hey, Amir, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Alhamdulillah, Jesus, wie geht's dir? Alhamdulillah, danke, ganz gut. Bruder. Amir, Bruder, ich habe eine Frage, ganz kurz. Ja. Ich respektiere dich als Mensch,
Ne? Ja. Egal welche Religion, kann auch Jude sein, auch Christ, Muslim, das ist mir Wurst. Man soll einander Wohl? respektieren, Das ist dir wohl? Junge. So. Nee, Wurst. Wurscht, Wurscht, das ist mir Wurscht. Wurst, genau, Du musst Wurst. aber auch Bärbisch sagen, Wurscht, das ist mir Ja. Wurscht. Wort, egal, warum stehen. Guck mal, wir machen. Ich wollte dich, ne, und sag mal, ich sehe dich jetzt ganz oft hier live, ne, und ich wollte dich echt fragen, was hat dich zu Christentum gebracht? Wie Ja, bist habe du ich ja überhaupt gerade eben in die gesagt. Bibel Also ich habe mir gekommen? Gedanken gemacht um meine Ewigkeit und dann habe ich herausgefunden, dass Herr Okay. Jesus Christus wirklich auf der Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt und wahrhaftig auferstanden ist. Wenn du Englisch kannst, kannst du die Debatte angucken zwischen Josh McDowell und Ahmad Dedat. Was Jesus Christ crucified? 2,5 Stunden geballte Power, wie der Josh McDowell den Islam komplett ruiniert hat. Ruiniert! Das war's. Ha. Und danach war Okay. für mich Feierabend. Danach habe ich gesagt, der Islam ist für mich Geschichte. Der Islam Jo. lügt über die Bibel. Der Islam lügt über die Kreuzigung. Der Islam sagt, dass der Allah der beste Täuscher ist von allen. Und der denkt, dass die Menschen nicht auf seine, der denkt, dass die Menschen nicht aufwachen Ja, und das seine stimmt. Täuschung erkennen. Verstehst du? Ja, Doch, die und ich Menschen sind trainiere. schlau. Die Menschen stehen auf. Die Menschen trauen sich und sie sagen etwas Ja. gegen diese Täuschung. Ja, mir da hast du recht. Nur guck mal, ganz kurz, deine Eltern waren ja Muslim, wie du mir gesagt. Also wie ich das verstanden habe, waren beide deine Eltern Muslims, ne? Ja. Du bist auch als Die haben Muslim immer, groß geworden. die sind immer noch mit diesem muslimischen Kopf. Du weißt ja, wie Eltern sind. Die werden das auch Ja. niemals ablegen. Alhamdulillah, Inshallah, Mashallah. Ach so, okay. Ja, weil krass, dass du dich dann verändert hast, also auf Christentum jetzt bist und die noch in Islam sind. Also ich finde es krass. Haben die nichts dagegen, oder? Anfangs war das ein bisschen komisch, aber nach und nach hat sich das so ein Okay. bisschen gelegt, ne? Als mein Vater gesehen hat, dass ich mich so sehr, sehr zum Positiven entwickle, ne? Kann ich nur jeden ans Herz legen. Der Herr Jesus Christus macht aus euch wieder neue Kreaturen, glaubt es mir. Das Alte wird vergehen und das Neue wird geboren. Siehe, das Neue wird geboren. Und ihr werdet eure Nein. Vergangenheit zurücklassen und ein neues Leben mit dem Herrn Jesus Christus leben. Das Nehmt ist den Herrn Jesus Amir. Christus an alle, die hier gerade drinne sind. Ja, Amir, kurz eine Frage. Wie lange willst du noch Christ bleiben? Also, wie lange wirst du nie wieder mehr konvertieren zu Islam oder bleibst du jetzt Nein, so Mann. bis zum Tod? Was soll ich denn mit einer Religion, wo Gott mir Frauen mit schwellenden, üppigen Brüsten verspricht und behauptet, dass Jesus ein totaler Versager war, Jesus irgendjemanden anstelle von sich sterben lässt und nicht den Nee. Heldentod erlebt? Was soll das? Was ist das für ein Buch, Mann? Nee. Guck mal, Allah schreibt ja auch was Gutes über Isaak, ne? Ja, nur Lügen über Isa, genau. Nur Lügen über Nee, Jesus. Gottes Willen, nee, das stimmt nicht, nee, Amir. Guck Wie das mal. stimmt nicht. Der Koran sagt, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, dass er nicht Gott ins Fleisch gekommen ist, dass er nicht Der ist gekreuzigt worden auch ist, nicht dass er so. nicht auferstanden ist, dass es überhaupt keine Dreieinigkeit gibt. Alles wird geleugnet. Ach, Amir, ich weiß nicht, wer dich in die Religion dahin gebracht hat oder was du da gesehen hast, nur das stimmt nicht. Das Weißt, wer mich weißt dahin gebracht hat? Weißt, wer mich dahin gebracht hat? Es war Gott selber. Er hat mich gezogen. Er hat mich zu sich gezogen. Deswegen hat er mich auch bewahrt vor dem Tod. Deswegen hat er mich auch bewahrt vor dem Tod. Dass ich noch das alles sagen kann und die Leute zum Herrn Jesus Christus aufrufe. Und es haben schon Tausende meinem Ruf gefolgt und haben zum Herrn Jesus Christus gefunden. Amen. Jeder, der das getan hat, Amir, jeder, der eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, ihr habt die beste Entscheidung eures Lebens getan. Ihr seid die Besten, die euch für Jesus Christus entschieden habt. Einem Sündlosen, einem, der nie jemanden auch nur ein Haar gekrümmt hat, der nie einer Frau mit lüsternem Blick angeguckt hat, der nie irgendjemanden vergewaltigt hat, der nie jemanden getötet hat, gar nichts. Der Jesus Christus hat uns gezeigt, was Liebe bedeutet. Der Jesus Christus hat uns gezeigt, was es heißt, wundervoll zu leben. So einen Amir. brauchen wir als Vorbild und nicht irgendjemand anderen. Sündlos. Ja. Amir, wie lange willst du denn noch Christ bleiben? Kannst du nicht kommentieren lassen? Wir vermissen dich, in Islam. Du Ich passt es besser. wäre eine sehr große Bereicherung für den Islam, ne, wenn ich dafür Werbung Du machen würde, ne? passt besser zu Islam als im Christentum, das schwöre ich dir.
Ich werde niemals die Liebe meines Herrn Jesus Christus für irgendeine andere Religion oder Ideologie aufs Spiel setzen. Egal wie viele Fehler ich in meinem Leben mache, egal wie viele Sünden, egal was, die Hand meines Herrn Jesus Christus lasse ich niemals los. Niemals. Demnächst werde ich vor deinem Haustür stehen und ich werde dich zu Islam konvertieren, das schwöre ich dir. mit Schwert an meinem Nacken. Ja, nee, Quatsch, Quatsch, ich werde dich zu Islam konvertieren, du gehörst zu uns, du hast Bart, du bist Alhamdulillah Hafiz. Dein Bart ist viel zu halal. Nee, okay. Amir, Bruder, ich wünsche dir alles Gute noch und. Ich dir auch, Janem. Ja, mach's gut. Wir sehen uns oder wir hören uns dann. Ciao, mach's gut. Gott segne dich und deine Familie. Ciao. Amin, dir auch. Ja, ciao. Ja, die lieben alle hier, Dr. Scher. Der Bart ist viel zu halal. Nie wieder zurück. Ich bin entschieden, ne? Wie geht das Lied zu folgen, Jesus? Das ist nicht schlecht. Das hat einen sehr, sehr großen Wahrheitsgehalt. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages so Werbung machen würde für Jesus Christus und so den Islam-Einhalt gebiete, ne? Und so viele Menschen zum Herrn geführt habe. Das ist unglaublich. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wundervoll. Hier, Cowboy Dr. Abu Amir. Pistolenweste. Gott segne euch, jeden einzelnen von euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Danke für die Likes, ihr Wundervollen. Vielen lieben Dank. Wird ihm das nicht langweilig? Ne, Jesus Christus ist niemals langweilig. Jeden Tag den Herrn Jesus Christus erwähnen, ist für mich das Schönste auf der Welt. Ja, auch die Leute, die mir außerhalb zugucken. Ne? Jesus bleibt die Nummer eins. Jesus bleibt die Nummer eins. Habt ihr das gesehen? So wird das gemacht. Jesus bleibt die Nummer eins. Und keine Religion. Omar will rein. Omar Hanna. Omar, komm rein. Das mit dem Jungen da, das war gerade heftig, ne? Ja, dann mach mal bitte Dings hier. Das Vaterunser. Das war so heftig, ey. Das war so gut. Ja, falls ihr das nicht könnt, dann lernt das Vaterunser bitte mal auswendig, ey. Vielen lieben Dank für die ganzen Likes, ihr Lieben, für die ganzen Geschenke. Das ist ja unfassbar. Wie wir nach vorne brettern, das ist unglaublich. Keiner hält den Herrn Jesus Christus auf. Er ist die Nummer eins und ihn holen wir wieder auf die Landkarte. Team Jesus. So sieht das aus. Jesus zerbombt alle Ideologien. Das ist richtig so. Alle Ideologien werden durch den Herrn Jesus Christus auf seine Füße getreten. Der Herr Jesus tritt mit seinen Füßen auf diese ganzen Ideologien. Ich will mit dir reden. Du hast keine 1000 Abonnenten. Du brauchst 1000. Ihr braucht 1000 Abonnenten. Hier, Papa vom Papa Marello, was für ein Accountname. Oh, hallo Amir. Bist du Papa von Marello? Ja, Papa von den König von TikTok. Jetzt bist du der König von TikTok, jetzt bist du der König von TikTok. Kommen hier zum Betteln oder wie? Ich bettel nicht, ich mache auch keine Matches oder was. Aber egal. Hör mal, du redest mal so über Jesus. Mal Herr, mal ist er, sagst du, der Jesus, mal der Herr. Wer ist denn Gott? Der Jesus oder der Herr? Jesus ist der Herr Gott. Okay, hör mal zu, wenn du mir das beantworten kannst. Als was starb Jesus? Als Mensch oder als Gott? Ich konvertiere. Das Fleisch wurde getötet. Das Fleisch wurde getötet. Gott wurde Mensch und das Fleisch wurde getötet.
Ach, nur das Fleisch, ne? Wenn du tot bist, da sagt man auch nicht, das Fleisch ist tot, sondern Amir ist tot. Ja, okay, Jesus war tot und jetzt? Aber dass dein Gott stirbt. Aber nein, er kann nicht sterben, weil Gott lebt in einem unzugänglichen Licht. Gott aber lebt in einem unzugänglichen Licht und Gott kann nicht sterben. Der Herr Jesus Christus kam als Mensch auf diese Erde und hat ein perfektes Leben gelebt, heilig, makellos, rein, nicht so wie die anderen Menschen hier auf dieser Erde, und hat bezahlt für die Sünden der Menschen. Ja, aber du hast doch gesagt, dass er gestorben ist. Mal sagst du dann richtig, wieder, er lebt. Der ist Mensch Jesus oder Christus. Der Mensch Jesus Christus ist gestorben. Warum raffst du das nicht? Also ist er als Mensch gestorben, okay? Er ist als Mensch gestorben, richtig. Ja, wie kann er die Sünden der Menschen dann tragen, was sie immer behauptet? Weil er sündlos war. Es kann nur jemand die Sünden tragen, der sündlos war. Habe ich dir gerade aus dieser Reihenfolge vorgelesen. Die Sünden kann nur Gott tragen. Nein, 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 nein. Die Sünden der Menschen kann nur Gott tragen. Kann nur Gott tragen, hast du gesagt? Ja, nur Gott selber kann die Sünden der Menschheit tragen. Okay, und pass Gott auf. Stirbt nicht. Ja, deswegen lese ich dir jetzt wieder aus Jesaja 53 vor, damit du begreifst. Was interessiert mich deine Jesaja 53? Aha, was das interessiert die Wahrheit nicht. Siehst du, dich interessiert die Wahrheit nicht. Siehst du, wie unehrlich du bist? Siehst du, wie unehrlich du bist? Aber das ist nicht korrekt, weil das alles verfälscht ist. Wie soll ich an dein Buch glauben, dass es verfälscht ist? Ja, okay, ich danke dir für das Gespräch, wieder mit verfälscht und so. Mach's. Dankeschön. Und dann holen wir jetzt mal den nächsten wieder rein. Immer verfälscht, habt ihr gesehen? Verfälscht. Amir, du bist doch nur neidisch, weil du auf eine Wolke deine Ewigkeit mit einer Harfe und goldene Locken, blonde goldene Locken hast und deine schwarze Haare nicht mehr hast. Und da bist du. Aber bist ist so da rein, was ist da los, Jessa? Und das ist so für dich so am Ende. Du bist neidisch, weil du nicht diese sexy Frauen da hast, ne? Mit dieser Palme. Ja, das ist echt heftig. Mit dieser Palmen-PNES, wo du die dann alle so beglückst mit dieser Palme. Darfst. Vor allen Dingen, wenn die da alle Palme, wenn die alle Palme haben, Amir, und wenn die sich drehen, das ist ja hochgefährlich immer für den anderen, weil die Palme kann ja immer den anderen umhauen. Du musst immer aufpassen beim Drehen, dass du nicht einen anderen triffst. Die werden sich alle gegenseitig hauen. Alle werden sich im Paradies und plagen mit dem riesen PN jetzt. Da kennst du diese Zugfahrt, wenn man zum Beispiel auf der Zug ist und dann kommt eine Brücke. Amir, kommt eine Brücke und dann gehen die alle runter. Weißt du, die ducken sich bei der Brücke. Amir. Und dann nach der Brücke kommen die wieder alle hoch, auf dem Dach vom Zug. Das ist auch, wenn du zum Beispiel sagst, wenn die sich so drehen. Ja, Mahmoud, was ist da? Sei mir ehrlich, sei mir ehrlich. Warte, darf ich mal kurz ausreden? Ja. Warum nennst du dich Ex-Moslem? Sei mir ehrlich. Weil ich den Buddhismus verlassen habe. Nein, du warst nicht Ex-Moslem. Sag, was du willst. Deine Eltern sind von Rumänien abgehauen. Deine Eltern sind von Rumänien abgehauen. Die waren Zerdesht. Sag, was du willst. Die waren Zerdusht. Ihr wart Zoroastrier. Mein Bruder ist doch hier drin. Mein Bruder ist doch hier drin. Waren wir Zerdusht? Nein, mein. Ihr wart Zerdusht. Sag, was du willst. Familie. Schiitische Familie. Und, warum hast du denn Zoroastrier-Kette angehabt, wo du mit Dings hast? Hab ich doch gesagt, dass ich eines Tages so nationalistisch geworden bin, weil ich zu sympathisiert habe in meinem Land. Aber es hat doch nichts damit zu tun, dass meine Familie so Zoroastrier war oder so. Richtiger Kindergarten von allen Leuten, ey. Dankeschön für das Gespräch, Mann. Wallah, sag dir ehrlich. Ja, danke, ich sag dir auch ehrlich. Dankeschön. Ich sage dir auch ehrlich. Tschüss, auf Wiedersehen. Das ist sehr, 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 sehr schön. Aber ganz ehrlich. Auf einer liebevollen Art und Weise. Auf einer lieben, artvolle Weise, genau. Boah, ich bin voll am Schwitzen. Gottes Segen euch allen. Ich bin dann hier im Chat auch. Ne? Ich grüße euch alle im Namen von Jesus Christus. Hallo. Friede sei mit euch. Hey, woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Und woher aus Deutschland, Ex-Muslim? Aus Buxerode. Ja, bist so lustig. Ich wohne in Montana Black, Mann. Ja, zeig den mal. Ja, jetzt ist der nicht da. Der hat gesagt, Amir, Ex-Muslim, du kannst hier mit meinem Lamborghini rumfahren. Ja, zeig mal dein Lamborghini. Ja, hier siehst du so gut wie heftig. Mach gleich das Dach auf. Sag mir jetzt auf Ernst, woher kommst du aus Deutschland? Ich komme aus Deutschland, aus NRW komme ich. Das reicht schon. Aus NRW? Ja. Krass. Aus ich der Nähe von Essen? Aus der Nähe von Essen. Ja? Aus Bad Honnef. Keine Ahnung. Bad Honnef. Du findest mich in Bad Honnef. Eine Frage habe ich an dich.
Ja, was denn jetzt? Hör auf, diese privaten Fragen zu stellen. Nein, 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 keine private Frage. Du bist Christ, oder? Ich bin Christ geworden, ja. Vor wie vielen Jahren? Vor ungefähr 8, 9 Jahren. Ach, krass. Und wie kam es dazu? Ich hatte mich damals beschäftigt gehabt mit dem Islam und Christentum und habe mir dann eine Debatte angeguckt zwischen Josh McDowell und Ahmad Didat, wurde Jesus Christus gekreuzigt. Und nach dieser Debatte war mir alles klar, dass der Islam die allerletzte Lüge ist und ich sofort eine Entscheidung für Jesus Christus treffen muss, um meine Seele in Sicherheit zu bringen. Ja, okay, aber du hast ja einen Namen gesagt über einen, wie heißt der nochmal? Josh McDowell gegen Ahmad Didat. Wer ist dieser Ahmad Didat denn überhaupt? Es ist einer der besten Apologeten gewesen der damaligen Zeit der Muslime. Also der hat immer gerne Debatten geführt gegen Christen. Und dann ist er auf einen gestoßen, der ihm weitaus überlegener war. Und das war sein Untergang von Ahmad Didat. Aber du musst dir so bedenken, zum Beispiel im Koran, ne? Da stehen viele Sachen, die jetzt gerade im Leben passieren oder passiert sind. Ja, was denn zum Beispiel, dass die Frauen Spermien haben, dass aus ihren Rippen rauskommt? Nein, guck mal, zum Beispiel... Was für, das steht doch nicht im Koran. Doch, dass Allah sagt, dass die Frauen Spermien haben, dass er in den Rippen sitzt. Ja, in welchem Vers denn? In Sure 86, Vers 6 bis 7. Ja, jetzt habe ich keinen Koran hier neben mir, ne? Sonst hätte ich keinen. Ich weiß, du bist genauso wie 99% der Muslime, die keinen Koran zu Hause haben. Aber alle sagen, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Alhamdulillah, ich bin Moslem. Ich habe einen Koran zu Hause. Ja, das weiß ich doch alle. Ihr sagt, Alhamdulillah, ich bin Moslem, aber keinen Koran. Wie immer. Ich hab einen Koran. Ja, hol den mal. Ja, ich bin gerade nicht zu Hause, das ist die Sache. Ja, ich weiß, alle seid ihr auf einmal nicht zu Hause. Ihr seid beim Kollegen, ihr habt euren Koran den Kollegen gegeben, habt vergessen, den mitzunehmen. Ist immer so. Hast du die Bibel neben dir? Ich hab Internet hier neben mir, ja. Ich kann die Bibel aufschlagen. Komm, schlag die mal auf. Ja, hier, soll ich aufschlagen? Was soll ich dir aufschlagen? Zum Beispiel, isst du Schweinefleisch? Nein. Position gefunden. Aber was hat denn Schweinefleisch? Du von mir aus, ich brate dir ein Schwein und esse das. Und dann? Ja, aber das ist auch im Christentum nicht erlaubt, ne? Nein, nicht was in unserem Mund geht, macht uns unrein, sondern was aus unserem Mund rausgeht, das macht uns unrein. Das Schweinefleischverbot gilt ausschließlich dem Volk Israel durch den Bund des Gesetzes mit Mose. Aber wir Christen stehen unter Gnade, nicht unter dem Gesetz. Weil wenn wir unter Gesetz stehen würden, würden wir alle verloren gehen. Ein Beispiel. Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen. Kennst du ja, ne? Die 10 Gebote. Aber wir wissen, dass wir alle jeden Tag 100 Mal lügen. Das heißt also, wenn unsere Errettung von unseren Werken abhängig wäre, würden wir alle verloren gehen, weil wir das Gesetz nicht halten können. Also muss Gott uns unter Gnade stellen. Er muss uns begnadigen, sonst wären wir alle verloren. Aber Gnade ist ungerecht. Das heißt, du übertrittst das Gesetz, aber trotzdem bist du errettet, weil du unter Gnade stehst. Aber Gott ist ja nicht ungerecht. Gott muss ja die Gesetzesübertretung ja sozusagen bestrafen. Wenn du lügst, muss der Gott ja dich bestrafen, weil er ein gerechter Gott ist. Aber er will dich nicht bestrafen, weil er dich liebt. Jetzt haben wir ein Dilemma. Also muss Gott deine Strafe selbst tragen, damit er dich unter die Gnade stellen kann. Das ist der neue Bund. Das steht in Jeremia Kapitel 31. Diesen Bund hat der Herr im Alten Testament schon voraus angekündigt. Lies mal bitte Jeremia 31 an mir. Kannst du das mal kurz lesen für ihn? Ja. Und für die Zuschauer? Ja. Für die Muslime, Atheisten und so weiter, dass der Gott diesen neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus, den Bund der Gnade, vorher angekündigt hat im Alten Testament, dass dieser neue Bund kommen wird. Guck mal, die Sache ist... So wird der alte Bund, verschwindet es. Gott, also Allah, ist der Barmherzigste. Warum lässt er dann einen unschuldigen Jungen abschlachten? Allah ist nur barmherzig. Wen? Khidr hat einen unschuldigen Jungen ermordet. Guck mal, die Sache ist... Machen wir erstmal diesen neuen Bund und dann kannst du zum Khidr rübergehen. Wir machen alle unsere Fehler und unsere Sünden, ist doch so, oder? Kein Mensch ist perfekt. Ja, aber Allah lässt einen unschuldigen Jungen ermorden. Wie viele Menschen hier auf dieser Welt sterben, kann das auch der Jesus verhindern? Nein. Ja, aber Jesus sagt nicht, geh und töte diesen unschuldigen Jungen. Alles hat einen Grund auf dieser Welt. Also ich habe davon, was du jetzt gerade gesagt hast, noch nie gehört zwar.
Ich weiß, du hast auch keinen Koran zu Hause, weil du den Koran auch niemals gelesen hast, richtig? Doch, ich habe den Koran zu Hause, ich kann auch Koran. Warum lügst du uns alle an? Warum? Ich lüge nicht. Wieso soll ich lügen? Doch, du lügst gerade. Ich gehe auch in die Moschee. Du hast aber den Koran niemals gelesen. Doch, habe ich. Nur ein bisschen hast du gelesen, das war's. Nein. Du lügst mich gerade an, ich höre das an deiner Stimme. Ja, bist du lustig, du lügst uns an, Jalle. Du lügst gerade, sei ehrlich jetzt. Ich lüge nicht. Schwör auf deinen Gott. Ich schwör auf meinen Gott. Meine Mutter ist sogar eine Gelehrte. Und deine Mutter ist eine Gelehrte? Ja, meine Mutter ist ein Hodja. Und ja, eine... Sagt ja, das, dass eine Frau überhaupt Hodja wird? Meine Mutter kann den ganzen Koran auswendig. Das kann das, nicht das nennen wir. Das nennt man ein Hafiz. Ich weiß, was einer ist, der den Koran auswendig kennt. Ein Hafiz. Ja, auf jeden Fall. Mit so einer Mutter ins Haus habe ich auf jeden Fall auch einen Koran. Weiß deine Mutter, dass sie geschlagen werden darf? Als Frau? Aus Respekt, mein Vater hat noch nie seine Hand gegenüber meiner Mutter erhoben, auch nicht gegenüber mich. Ja, aber dein Vater darf deine Mutter schlagen. Ja, okay, wer sagt das, wo? Allah im Koran, Sure 4, Vers 34. Ach so. Dann, du hast ja Internet, öffne mal, bitte. Ja. Will ich jetzt sehen. Jetzt springen wir wieder vom Thema zu Thema, ne? Aber ja, Silo, lass mich mal ganz kurz den Jeremia 31, 31 lesen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Siehst du? Und jetzt nochmal weiter, Amir. Wie wird der neue Bund aussehen? Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Weiter? Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Ja. Siehst du, also Gott hat diesen neuen Bund, worin wir jetzt uns befinden, mit dem Herrn Jesus, vorher angekündigt. Und er sagt auch, nicht diesen Bund, wie ich mit Israel geschlossen habe, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, mit Mose. Nein, nicht so. Sondern ich werde einen neuen Bund machen mit meinem Messias. Der wird kommen und dann diesen neuen Bund beginnen. Und diesen Bund haben wir jetzt mit Hause Israel und natürlich auch mit der ganzen Menschheit. Alle stehen jetzt unter Gnade, wenn sie das annehmen, was der Herr Jesus für ihre Sünden am Kreuz bezahlt hat. Dann sind die gereinigt. Das Lamm Gottes wird geschlachtet sozusagen. Der Herr Jesus ist ja das Lamm Gottes, die Sünden geschlachtet wird und das Blut reinigt dann die Menschen von ihren Sünden. Ich sag so. Jetzt Sure 4, Vers 34. Kann ich kurz reden? Jetzt wollen wir zum Frauenschlagen übergehen. Kann ich kurz was sagen? Ja. Guck mal, es gibt so viele Religionen hier auf dieser Welt, ne? Sehr viele. Ja. Und jeder hat seine eigene Meinung. Zum Beispiel, ich bin ein Moslem schon seit meiner Geburt und bin stolz darauf, ein Moslem zu sein. Und ihr seid Christen und so, ist hier von jedem die eigene Sache. So, weißt du, ich bin ja auch nicht hier, um euch zu überzeugen, zum Islam zu kommen. Weil ihr, am Ende werden wir alle sehen, was passiert, wenn wir sterben. Also wir wissen es, keiner weiß ja, was passiert nach dem Tod, das weiß doch, keiner. Wir wissen, wir Christen, die Bibel sagt uns was nach dem Tod, uns, also der Herr Jesus ja, lässt das uns wissen. Aber guck mal, es gibt so viele Religionen. Ja. Ich sage, der Islam ist die richtige Religion und du sagst, das Christentum ist die richtige Religion. Da kann man keine Dings finden, so weißt du? Nicht das Christentum ist die richtige Religion, sondern der Herr Jesus Christus, der Gott ist, hat uns errettet. Und du musst mit Gott wandeln, mit diesem Gott der Bibel. Das ist nicht mit Christentum. Christentum besteht aus Katholizismus, Protestantismus, Zeugen Jehova. Das ist ein Sammelsurium von verschiedenen, sozusagen verschiedenen Denominationen. Aber der Herr Jesus, der Gott der Bibel, das ist Gott selbst. Und mit dem musst du eine Beziehung anfangen. Das ist keine Religion. Also für mich. So wie Abraham zu Gott kam. Der hatte eine Religion? Nein. Abraham kam zu Gott, zum Glauben an den Herrn. Ja, und dann wurde er errettet durch den Glauben. Lass mich mal kurz der vorlesen. Der Glaube zu Gott ist nicht eine Religion, sondern der Glaube ist eine errettende Botschaft. Ja.
Lies mal bitte Sure 4, Vers 34. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihnen Besitz für sie ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Allah ist erhaben und groß. Und du sagst, das steht im Koran. Das steht im Koran. Ich habe dir gerade aus dem Koran vorgelesen. Und es gibt nichts Schlimmes in der Bibel. Was wird denn? Also nicht jetzt sagen, ja, okay, mein Buch ist schlimm, deiner ist auch schlimm. Also das ist doch Quatsch, so eine Argumentation. Guck mal, die Sache ist. Also wollen wir jetzt dabei bleiben, nicht jetzt. Okay, wir haben einen schlimmen Gott, aber ihr habt auch einen schlimmen Gott. Jesus ist kein Gott. Jesus ist kein Gott. Nein, nicht ablenken. Wir bleiben bei Sure 4, Vers 34. Wir kommen gleich zu Jesus ist kein Gott. Wie findest du das, dass deine Schwester, wenn sie heiratet, dass ihr Ehemann sie prügeln darf und sowas, deine Mutter geschlagen werden darf, deine Tochter, wenn sie mal heiratet? Ich glaube nicht, dass es im Koran steht. Ich glaube das nicht. Hol mal deinen Koran. Hol doch mal. Oder hast du keinen Online-Koran? Online-Koran, nein, habe ich nicht. Ich lese lieber was von einem Buch, was am richtigsten ist. Internet kann man nicht. Nein, heutzutage ist die Bibel online, Koran online, die Muslime und die Christen, Juden haben alle alles online gestellt. Du musst nicht unbedingt immer überall mit einem Buch rumlaufen. Du kannst sofort auf die heiligen Texte zugreifen. Ja, okay, aber im Buch ist es immer besser, sicherer als im Internet. Weil Internet könnt ihr jetzt auch irgendwas über die Bibel reinschreiben. Ich könnte auch was über die Bibel reinschreiben. Okay, dann Sure 4, Vers 34. Da kannst du nachschlagen, wenn du zu Hause bist. Ja, mach ich. Sure 4, schreib dir das auf, damit du das nicht vergisst. Sure 4, Vers 34. Position ungenau. Sure Satelliten. Nein, nicht Sure Satelliten. Sure 4. Sure von Satelliten. Hat er gesagt Sure Satelliten? Nein. Sure Satelliten, dein Handy, dein Navi. Ja. Der Navi ist auch schon islamisiert. Wahnsinn. Islamisiert. Was steht da? Hallo zusammen. Hallo. Hallo, Baran. Hi, wie geht's euch? Wie steht's? Dann haben die Jesus. Gott segne dich und deine Familie. Ach ja, danke. Wenn es. Okay, alles klar. Gut. Hör zu. Ganz einfach. Hör zu. Wo genauso diese Leben entstand, gab es in Adam und Eva, ja? Ja. Das ist diese, ja, genau, das ich sag mal so, Menschen. Unverschämtheit. Diese gewisse Religion oder gewisse, was wir jetzt alle was reden und. Bist du Iraner? Nein, ich bin kein Iraner. Ich bin Türke, ganz einfach. Ich sag mal, ich mach das nur ganz sachlich und mit Verstand. Es gab Adam und Eva. Darauf resultiert sich. Die erste Religion ist von Judentum, wie jede andere. Das ist der Kern von, sag ich mal, jedem Glaube. Das wieder nachhinein wurde, sag ich mal, was das gespaltet, sondern Less Edition in modifiziert. Genauso wie Judentum, Christentum, Ochsentum. Orthodoxen. Und bei uns letztendlich ist ja diese gewisse Moslem oder Koran. Ne? Man muss also, sag ich mal, eins definieren. Jeder, sag ich mal, gewisse, sag ich mal, Verstand hat, muss eins glauben. Nicht an Glaube selbst, sondern an gewisse etwas, an Menschen. Und das ist vom Herzen gekommen. Und das ist das Wichtigste. Das ist diese Verspaltung oder gewisse, der ist so, der ist von da und dies und das. Wir kennen uns, sag ich mal, letztendlich von uns, sag ich mal, voneinander nicht trennen. Weil wir gewissenhaft, sag ich mal, Ursprung alle das Gleiche haben. Was uns, sag ich mal, ausmacht, ist nur diese gewisse Besserer? Nein. Sondern, wer ist besser? Gar keiner von uns ist besser. Das ist nur für uns, sag ich mal. Mein Lieber, worauf willst du denn hinaus? Ich schlafe gleich ein. Es tut mir leid, aber irgendwie müssen wir ja auf einen Nenner kommen jetzt. Ja, ist alles vorgegaukelt. Es gibt sowas nicht, ja.
Lass uns ich dachte, das eine. Das kann doch nicht wahr sein, Mann, ey. Ich denke, was redet der da? Der redet mich gleich so in den Schlaf. So, Schlaf, Amir, Schlaf. Ich mach dir deinen Schlaf. Deine Vater hütet dich, Helferlein. Schlaf, Kindlein, Schlaf. Schlaf, ey, bitte tut mir leid, aber das war gerade heftig. Ich dachte jeden Moment, was, aber ich komme gerade runter. Ich schlaf gleich ein. Schlaf, Amir, schlaf. Schlaf, Hetzlein, schlaf. Hetzlein, mach schlaf. Mach schlaf. Ja, der meinte, das ist natürlich nett und so, aber der ist, oh Mann, der muss sich noch so viele Gedanken machen. Das ist unglaublich. Wie geht's, Amir? Mond brennt. Danke, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mir geht es gut. Häng immer noch ab mit hier, Dings, aus Beirut. Aus Beirut. Ich habe nur eine Sache dazu zu sagen, ne? Ganz. Ich habe nur eine Sache dazu zu sagen, ne? Ja. Erstens, alle, die hier reinkommen und dich kritisieren, ne? Ja. Hobby-Moslems. Und eins ist auch, genau. Wir dürfen nicht urteilen, sowieso. Korrekt oder nicht korrekt? Bist du aber ein Hobby-Moslem oder bist du ein richtiger Muslim? Ich bin so ein Teilzeit-Muslim. Bist du auch? Du. Ab und zu mal bin ich ein Muslim, wenn ich Bock drauf habe. Nein, nicht so. Im Herzen immer, aber man kennt doch, man geht nicht richtig danach. Weißt du, was ich meine? Ja, manchmal ist der Iman ganz oben und manchmal ist der Iman im Keller, ne? Oder nicht mal das. Einfach, man macht nicht. Man macht es einfach nicht manchmal. Ja, du musst viel dicker machen, dicker. 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 Ja, ich bin wenigstens ehrlich, Bruder. Ich bin nicht dieser Heuchler, weißt du? Ja, ich habe vorhin das Thema aufgemacht, dass zum Beispiel in einem islamischen Staat der Muslim, wenn er einen Nicht-Muslim tötet, er aufgrund dieses Tötens nicht getötet werden soll. Also es gibt kein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber laut Mose, sein Gesetz, wenn in Israel jemanden tötest, dann wirst du aufgrund dieses Mordes auch getötet, egal ob du ein Jude bist oder nicht. Aber bei Mohammed ist das Blut des Muslims immer höher. Ja, das ganz ehrlich, ne, wenn die Leute sagen, islamischer Staat, ne? Punkt 1 ist, dann geht man erstmal raus aus Europa. Wenn ihr nach der Scharia leben wollt, geht man erstmal raus hier. Ja, so ist gut. Wenn die wirklich sagen Scharia, ne? Dann raus hier bitte einmal. Richtig oder falsch? Oder? Ja, sprich zu deinen muslimischen Brüdern. Sag mal, was seid ihr für Heuchler, dass ihr hier in Kuffarland bleibt und nicht auswandert für einen Scharia-Staat? Bruder, aber für mich, mir ist egal, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich bin für mich, ich bin mein Glaube, ich hab in meinem Herzen, ich weiß, was abgeht, aber ich urteile über gar keinen. Aber wer so sagt, ey, Scharia, Maria, welche Scharia, Bruder? Millionen von Kurden und Arabern und Türken töten in Syrien oder was? Welche Scharia? Ja, das ist heftig. Ja. Das ist die Begründung zum Töten? Meine Eier. Tut mir leid, dass ich das sage, TikTok-Sport. Mein Lieber, hör auf damit, Mann. Na, aber ich wollte nur eine Sache sagen wegen dir. Das betrifft dich. Ja. Ja. Du bist, da steht, warum schreibst du so eiskalt Ex-Muslim, ja? Ich verstehe das. Ja, was soll ich denn da hinschreiben? Ex-Buddhist oder was? Nein, Christ. Ja, kann ich auch mal. Ex-Muslim, bester Christ. Heftig, die regen sich nur über den Namen auf, weil dieser Name Programm ist. Alle kennen mich doch unter dem Pseudonym oder was, Ex-Muslim. Ja, ich glaube schon, Andreas provoziert dich voll, diese Ex-Muslim. Ich weiß nicht, warum. Ja, mir zeig mal deinen Pass. Das ist dein Vorname, Ex-Muslim. Ja, eigentlich heiße ich Ex-Muslim mit Vornamen. Ja, Ex-Muslim Mohammed. Ein TikToki. TikToki. Ein TikToki. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 38. Mashallah. Mashallah. Tut mir leid, weil ich das jetzt sage. Gut, ne? Die Leute sind erstaunt, wie Dr. Scherer bei mir 38 sein kann. Er sieht aus wie 15. Wie 37. Und er hat sich so gut gehalten. Er sieht aus wie 37, nicht wie 38. Hast du den Koran gelesen und die Bibel gelesen zusammen? Ja, ja. Ich habe mir die Zeit genommen. Was hältst du davon? Also, was würdest du von einem Jungen halten, wenn er in Gottes Haus klauen würde? Ist ja egal, ob Kirche oder Moschee, ist ja auch alles Gottes Haus. Ja, ist nicht in Ordnung, ne? Soll er sein lassen. Sowas gehört sich nicht.
Also würdest du, was würdest du dagegen unternehmen? Würdest du den hauen oder würdest du den so versuchen mit Nein, also laut Scharia muss er ja nach Sure 5, Vers 38 die Hände abgehackt bekommen. Aber wir können ja hingehen und den ganz normal darum bitten, das nie wieder zu tun, so wie der Herr zu der Ehebrecherin sie nicht gesteinigt hat, sondern gesagt hat, gehe hin und sündige von nun an nicht mehr. Und so kannst du auch zu dem Dieb hingehen und sagen, mein Lieber, geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Ja, richtig. Aber schon, sag mal bitte, dass die Leute auch bitte den Bruder Dennis mal abonnieren sollen, denn seine ganzen Kanäle sind ja gelöscht worden. Da sind Also, halt ja, immer der kann Alexa antwortet, pin Danny mal an als Kommentar. geht nicht, wenn Gäste drin sind. Also, wenn Gäste drin sind, geht das nicht. Also. Wie heißt der nochmal? Der Jesus begreifen acht, ne? Ja, er hat gerade hier Geschenke reingemacht. Danny, mach mal 87 Löwen rein. Und schick mal einen halben zu mir. Da, jetzt gibt er Rosen. Da ist der Hetzbacke. Da gibt er Rosen Dennis, und hier gib mal TikToks. dein Ding da. Gib mal deine Ja, der dein Cowboy Abu Namen. Amir. Aber Amir. Schreib das mal kurz in den Kommentarbereich. Amir, weißt du, was ich Jesus verstehe? begreifen acht, ja. Genau. Wenn einer was klaut, ne, sagst du Sünde ab, ne? Da steht da drinnen, ne? Sure 5, Vers 38, schneidet dem Dieb und der Diebe in die Hände ab. Genau, das stimmt ja auch, ne? Aber weißt du, was ich dann wieder nicht verstehe? Dann steht aber auf anderen Seiten zum Beispiel, man darf keinen anderen Moslem wehtun, weißt du? Das ist komisch, ne? Ja gut, aber wenn du zum Beispiel etwas machst, was gegen die Regeln Allahs ist, dann wirst du dafür bestraft, so ganz einfach. Ja, und aber dann steht, ich weiß aber, das habe ich auch schon gehört, aber ich meine, wenn er jetzt dann weiterliest, dann steht da, aber trotzdem verzeiht Gott dir alle Sünden. Und das heißt, dann ist der Mensch ja nicht in der Lage, normalerweise das zu machen, ne? Das ist also Nee, so erst schon. Hände ab, ja. Erst musst du deine Hände ab für deine Straftat da. Und dann kannst du weiter, ne, kannst du mal ein weiterer Muslim sein, nicht Moschee, aber ohne Hände dann. Ne? Weißt du, was mein Onkel gesagt hat zu mir? Wir waren so eine, also auch was er Ohne sehr. Hände kannst du ein Moslem sein. Nein, tschüss. Du bist so hart, du Das Schwein. ist Allah. Ja, voilà, wollte ich gerade sagen. Der hat mir gesagt, ne, ihr denkt, ihr seid schlimm? Sag ich, ja, wir werden alle in der Hölle landen, dachte ich, haben wir so gesagt. Weißt du, wir waren ein bisschen am Chillen. Sag ich, wir landen nie alle in der Hölle, ne? Was wir alle schon gemacht haben. Da meinte der, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Syrien geht, ja, da dort die Frauen auf der Straße anmacht, was machen die mit euch? Ja, uns umbringen. Sagt er, ah. Und die neuen Leute, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, die Frauen anmachen, was machen wir mit denen? Sag ich, nix. Sag er, dann fragt euch mal jetzt, wer der Schlechte ist. Ne? Der Sünden macht oder der, ne? Tötet. Das ist immer die Frage. Ja, aber du kannst die Leute nicht, du siehst ja, dass das nicht geht. Auch die Erziehung in unseren Ländern. Du tötest die und die machen es trotzdem weiter. Das ist in der Natur des Menschen. Verstehst du, das ist das Problem. Voll komisch, ja. Aber ich finde, man sollte das trotzdem bei dir auch Kulchara ja Kalb. Sag jetzt mir Kulchara ja Kalb. Kiss achtak du Hund. Nein, 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 nein. Hier nicht beleidigen, bitte. Beleidig mich doch auch. Ja, Hammerhaft. aber der Herr Jesus hat uns beigebracht, wenn jemand dich beleidigt, sollst du für ihn beten und ihn segnen. Ja, aber solche Leute, die dumm sind, kann man nicht segnen, tut mir leid, dass ich das sage. Und du darfst auch nicht Leute beleidigen, ne? Mit dumm und so weiter. Der Herr Ja. Jesus hat uns beigebracht, die Menschen zu lieben, auch unsere Feinde. Ich weiß, du bist nicht ein Diener des Herrn Jesus Christus, aber ich sage dir nur, wie Gott das von uns verlangt. Nee, aber ich respektiere trotzdem, also Jesus ist ja auch ein, sagen wir, ist Prophet von uns, weißt du? Ich respektiere die Kirche, ich respektiere den Judentum, ich respektiere die Moschee, also ich respektiere jede Religion, jeder ist für sich zuständig vor seiner Haustür, weißt du? Ja, aber Mohammed hat gesagt, die Stunde Yawm al-Qiyamah kommt nicht, es sei denn zuvor, dass die Steine sogar sagen werden, oh Muslim, hier hinter mir versteckt sich ein Jude, komm und töte ihn. Nochmal, habe ich jetzt nicht verstanden akustisch. Was hast du gesagt? Mohammed hat gesagt, es kommt die Stunde, wo die Steine sogar den Muslimen zurufen werden, oh Muslim, komm, hinter mich versteckt sich da ein Jude, komm und töte ihn. Boah, das kenne ich nicht. Die sind Soll ich dir alle. vorlesen? Zeige ihm mal bitte den Hadith und die Nummer, damit er den Nachschlag. Das kenne ich gar nicht. Also ich habe den Koran auch nicht ganz gelesen, sag ich euch ehrlich. Also ich bin kein Heuchler wie der andere. Ey, ich war auch Christ, ey, Bruder, ich war auch Christ, ey. Hast du gesehen eben, der sah, was ich mit denen gemacht habe? Ja, ich war Christ. Sag ich so, nein, du warst kein Christ. Sag ich, doch, meinst du, mach mal den Vater unser. Wie der Vater uns so verkackt hat, das war unglaublich, ey. Ja, Das Vater musst du, unser, mindestens wenn du das musst du drauf Katholik bist. haben, ey.
Mach mal auf meine Ja, wenn Kamera du an. Katholik bist oder evangelisch, kannst du sogar den Vater unser drauf haben. Aber wenn du ihn fragst, wie wird man wirklich errettet im neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus, mit der Wiedergeburt, das kennen die nicht. Da kannst du die wirklich fangen. Und dann weiß man, ne, dass derjenige überhaupt keine Ahnung hat von der Bibel. Ne. Denn ist ja auch wie immer so Sachen zu schenken, da Geld, hör auf. Ja, Sahih Warte mal. al-Bukhari. Sahih Ja. al-Bukhari 2926. Ja, hast du Bock vorzulesen kurz? Ja. Allahs Gesandter sagte, die Stunde wird nicht kommen, bis ihr gegen die Juden kämpft. Und der Stein, welcher sich ein Jude hinter versteckt, wird sagen, O Muslim, hier ist ein Jude versteckt hinter mir. Komm und töte ihn. Boah, tschüss. Ja, das ist eine Prophetie, ne? Also der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Also der Mohammed stachelt die Muslime dazu an, gegen die Juden zu kämpfen, ne? Ja. Einfach abwarten, soll man sagen. Abwarten, ja, genau, einfach abwarten. Ey, warum drohen die Leute mir hier? Ich soll mir nicht mein Gesicht zeigen. Wer seid ihr? Komm, ich wohne in Bonn. Wenn ihr wollt, könnt ihr meine Adresse schon mal sehen, wer hier wirklich kommt. Super. Nee, wir Wer sind hier nicht droht zum ihn denn? Drohen und so Was? weiter Wer auch. droht ihn denn? Wer droht ihn? Das will ich Nein, wissen. er sagt mir, zeig lieber dein Gesicht nicht, Junge. Hat keine Ahnung, das ist wieder weg. Du hast so Ich viele Zuschauer glaube, drin. die meinten, dass in dem Falle, dass du ja eventuell dann Probleme dadurch bekommst oder was? Ah! Ich bin das Problem. Ja, bei uns Ausländern ist immer so eine Sache, ne? Da haben wir keine Furcht oder was, ne, in uns, ne? Ich sowieso nicht. Vor TikTok erst recht nicht. Ja, aber hier tummelt sich ja auch so wahnsinnige Leute, die auch nichts schreiben jetzt, aber trotzdem kann ja immer irgendjemand hier drin sein, wer weiß. Ja, aber der Fakt ist doch Punkt 1, ist, du redest über den Christentum. Ja, was kommen Hater hier rein? Auch wenn du sagen, ein Beispiel sagen wir jetzt, du bist jetzt falsch, ja? Aber was interessiert euch das? Haltet doch in euren Zuhause eure Glauben fest. Respektiert doch den Jungen. Respektiert doch den Glauben von den Jungen. Oder von den Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, man kann ja, wenn das jemand nicht gefällt, kann er ja rausgehen und dann braucht er sich das ja nicht anzuhören. Also, wenn mir etwas nicht gefällt, dann gehe ich nicht in den Livestream rein, um mich da sofort also so mich aufzuregen, ne? Genau. Auch wenn du zum Beispiel jetzt falsche Informationen preisgibst, ist doch na und, einfach ganz na und jetzt, ist doch deine Sache. Beispiel Ja jetzt gut, nur, da kann ne? ja jeder nachprüfen, ne? Die wissen ganz Genau. genau, dass ich hier keine falschen Informationen gebe. Die schämen sich nur, das ist das Problem. Ist nur ein Beispiel auch, weißt Wusstest du, dass der Mohammed, du? also Allah, verlangt von den Muslimen, dass sie also uns Christen und Juden bekämpfen, bis wir entweder zum Islam konvertieren oder Schutzgeld zahlen, sonst sind wir tot? Wusstest du das? Das Einzige, was ich weiß, was dieses Thema betrifft, ist, dass wenn Tag des jüngsten Gerichts ist und du nicht den Glauben des Moslems anerkennst, also ne, den einzig wahren Gott Allah, sagt man ja, wortwörtlich, Ja. wirst du nicht Paradies kommen. Das weiß ich. Also, ne? Nee, ich meine jetzt mit Kampf und Dschihad und so weiter. Kennst du die Sure 9, Vers 29? Ne. Teilzeit musste. Ach so, ja. Aber er ist wenigstens ehrlich. Der tut nicht so einen auf hier wissend und so. Der sagt, ja, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich weiß auf jeden Fall, jeder Mensch soll gut sein zu den nächsten Menschen und mehr brauchst du nicht zu Das wissen. ist Christentum. Der Herr Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du bist ein Christ, wenn du so lebst, aber Sagt man ja Allah sagt, du musst. auch, man soll seinen Nachbarn immer, also ne, sagt man ja, ich glaube, der Ahmed weiß das besser, mit seinen Nachbarn. Du Ist das sollst deinen gleiche? Nachbarn schön eine Nackentherapie geben. Nach Okay. Sure 47, Vers 4. Damit du schön Nackentherapie. Nackentherapie, sagt er. Ja, Bruder, das Dann Problem ist, sind alle Schmerzen im Nacken weg. ich wollte Mit einfach nur ein bisschen einem auf. guten Behandeln. Ich bin eigentlich auch der Falsche, der über dieses Thema richtig in die Materie reingehen kann. Deswegen ich höre gerne zu und lerne dazu, weißt du? Auch über Christentum oder sei es Judentum. Weißt du, meine Vergangenheit war jetzt Allah auch nicht verflucht uns so. Christen. Ja. Allah verflucht uns Christen im Koran, in Sure 9, Vers 30. Ne? Mir war das nur 39, ne? Das Sure 9, Vers 30, verfluchte Allah, die sagen, dass er einen Sohn hatte. Ja, und das sind wir Christen. Wir sagen da, dass Gott einen Sohn hat, Jesus Christus. Und dann sagte Allah, verflucht sind diese Christen, die sagen, dass ich ein Teil von drei bin oder einen Sohn habe. Fluch Allahs auf sie. Ja. Lanatullah. Und das ist alles nicht so schön, ne? Ach ja, es gibt Höhen und Tiefen, ne? In jedem Buch. Und tief. Ja, genau.
Nein, du solltest dich wirklich da mit deiner Religion auseinandersetzen, damit du siehst, was für eine Religion ist. Ne? Wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, ne? Und dann haben wir den Islam verlassen. Ach so, weißt du, was die Strafe ist, wenn du den Islam verlässt und eine andere Religion annimmst? Ne. Todesstrafe. Ja, ich sag dir ehrlich, also ich hab mir so mal alle Leute mal angeguckt. Also ganz ehrlich, ich fühle mich zu den, also vom Gefühl her einfach ohne zu wissen, ne, tut mir leid, dass ich das sage, einfach zum Islam hingezogen. Wenn ich zum Beispiel beten würde, ich fühle mich eher wohler in der Moschee, statt in der Kirche zu gehen, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ne? Deswegen bleibe ich auch genauso dabei. Auch wenn es schlechte Sachen im Buch steht, im Endeffekt, Tagesjüngstengericht, sehen wir eh alle, was abgeht, deswegen Aber dann kann ist zu keiner spät. was sagen. Dann ist zu spät. Wenn du den falschen Gott hattest, dann ist zu spät. Ich Es gibt weiß. ein zu spät. Dann helfe ich einfach alle anderen. Du kennst ja das Lied von hier, Dings, ne? It's too late to apologize. Es wird dann zu spät, sich Ja, zu entschuldigen. genau über das Helfen Lied ist habe die ich letztens Message. mit dir, mit Die meiner Frau Message gesprochen. dahinter. Es ist zu spät, um sich zu Um entschuldigen. Buße zu Geht nicht tun. mehr. Genau, ist zu spät, um Buße zu tun. Genau das Lied habe ich noch vor einer Woche hier mit meiner Frau besprochen. Guck mal, ich sag, guck mal hier. Der Satan sagt jetzt den Leuten ins Gesicht, weil er die auslacht. Der weiß, das Schicksal der Menschheit ist zu spät, um Buße zu tun, um Reue zu zeigen. Durch diese Lieder. Krass. Krass. Was machst du eigentlich? Bist du am Fahren? Ich bin Jason Statham, aka Dr. Sheikh Abu Amir, aka Hetzman, aka der heftigste Sheikh von all Deutschland hier. AKA Nicht Jason Hetzman. Jason Hetzman. Hetzman. Jason Hetzman. Immer auf der Achse, immer auf der Spur. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendwann mal eine Straße nach mir benannt wird. Dr. Sheikh Abu Amir Straße. Die Leute denken, glaube ich, dass es Mainstream ist, ne? Jungs, das ist nicht Da Mainstream. Der gibt muss es schon türkische Straßen hier in Deutschland. Eine türkische Straße. da Ja, die Hätte Leute lieber mal fragen. Dr. Sheikh Abu Amir Straße gemacht oder Dr. Sheikh Abu Amir Weg. Die Leute fragen, nimm mich mal hoch. Ich das ist doch nicht Mainstream, Jungs und Mädels. Ihr müsst doch den fragen, der ist doch der Boss. Ich bin der Boss. Der lässt euch hoch und runter. Ich mache euch hoch, ich mache wieder runter. Ja. Lass Das mich hoch, ja. Ja. Der war zu hart, Bruder. Der war zu hart, Alter. Ja, Schiss. klar. Der war zu hart, du hast ihn rasiert, ich wüsste. Da war gut, ne? Da habe ich sofort geschaltet. Ich sag, okay, alles klar. Drehen wir den Spieß mal um. Weißt du, das Problem ist, sie sagen zu dir, warum wirst du direkt so laut, ne? Aber das Problem ist, wie die auch reden, auf ihre ruhige Art. Man weiß schon, was kommt, dass sie gar nicht mit sich reden lassen. Ja. Das Ja, ist das. ich komme sofort wieder. Mein Bruder übernimmt. Der Bruder übernimmt. So, ihr Lieben, jetzt alle erstmal mir einen Kuss geben im Chat. Solange der Arm hier nicht da ist, alle einen Kuss auf mich. Alle Und auf wenn er Resa. das sieht, dann schmeißt er mich raus. Ich muss das hinter seinem Nacken machen. Resa, warst du eigentlich schon immer Christ? Nein, nein. Ich war auch Moslem, aber ich habe den Islam auch immer in meiner Jugend verlassen. Ja. Also der ausschlaggebende Grund war eben die Heirat mit der kleinen Aisha. Also Mohammed hat ja ein Kind geheiratet, die war 6 Jahre alt. Und er war über 50 Jahre alt. Und als ich das herausgefunden habe, ich habe das nachgeprüft und dann habe ich das gesehen, dass das auch in den islamischen Quellen so steht und dann war das für mich vorbei. Da wusste ich, sowas kann ich nie im Leben für gut heißen. Da war Okay. vorbei. Und dann hast Diese du Sache Christen mit Aisha hat mir den kennengelernt? Rest gegeben, ja. Oder hast du dich erstmal informiert, was bei Judentum abgeht und so? Der Judentum, nein, also Judentum gehört, wir gehören ja nicht mehr zum Judentum, weil das Judentum ist, das sind ja die 12 Stämme Israels. Und dazu gehören wir ja nicht. Ne? Der Bund mit Israel ist ein ganz anderer Bund als der Bund, was Gott mit den Heidenvölkern gemacht hat, durch den Herrn Jesus Christus. Ne, Israel bleibt Israel. meine Frage war, wie bist du denn zum Christentum dann gekommen? Bist du dann direkt gewechselt oder hast du dich erstmal informiert? Das meine Nein, ich. nein, nein, ich habe 20 Jahre mein Leben lang alles erstmal links und rechts gedreht. Ich war auf der Suche. Ich habe mich nicht einfach so entschieden, du mal direkt Jux und Dollerei rein. Nein, nein. Mitläufermäßig, weißt Nein, nein, sowas mache ich nicht. Wenn es um meine Seele geht, Ja. dann gehe ich erstmal Ja.
Ich habe Gottvertrauen gehabt. Ich wusste, dass es Gott gibt und ich wusste, dass er mir eines Tages die Wahrheit zeigt. Und ich habe ihn gefragt, zeig mir die Wahrheit. Wenn es dich gibt, zeig mir die Wahrheit. Und er hat mir die Wahrheit gezeigt. Stark. Und das hat eben über 20 Jahre gedauert, ne? Auch wenn es jetzt nicht wegen Islam ist oder so, aber ich finde das halt immer schön, wenn einer seine Religion findet. Also, ne? Ist Ja, zwar der nicht Weg jetzt zu Gott meine Pflicht, wäre jetzt was ist. anderes zu sagen, ne? Aber ich persönlich finde das schön, wenn einfach einer seine Religion findet und an seine Religion auch glaubt, ne? Glauben ist sehr wichtig. Ja, das Problem mit Religionen ist ja die, dass es ja tausende Religionen gibt, aber der Weg zu dem einen wahren Gott, das ist nur ein Weg. Und deswegen sagt der Herr Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also der Herr Jesus schließt alle anderen Religionen und Wege zum Himmel aus und sagt nur durch mich. Wenn ihr durch mich durchgeht, dann kommt ihr also ins Himmelreich. Sonst nicht. Weil sonst haben wir Buddhismus, wir haben Hinduismus, wir haben Taoismus, wir haben Shintoismus, wir haben, was soll ich sagen, Santeria da in Südamerika, diesen Totenkult. In Afrika gibt es Millionen verschiedene Religionen, Ahnenkult und so weiter. Oder in Indien gibt es Hunderte, Tausende verschiedene Religionen. Und Ja. das führt ja nicht alles zu Gott. Es gibt ja nicht Millionen Wege zum selben, dem einen Gott, oder das Universum und die Erde erschaffen hat. Nein, dieser eine Gott hat nur einen Weg. Und diesen einen Weg müssen wir finden, bevor wir sterben. Weil wenn wir es nicht gefunden haben und wir sterben, dann sind wir verloren. Weil dann kommt die Ewigkeit auf dich. Und wenn du da den falschen Weg gewählt hast, dann bist du in der Ewigkeit verloren. Und das ist Ja. sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Das sagt man ja bei den Islam auch, ne, dass es nur den einen Weg gibt, gibt's, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir ein Problem, genau. Der Allah sagt, ich bin der Weg. Der Herr Jesus in der Bibel sagt, ich bin der Weg. So, jetzt muss man Gott selber fragen. Gott, bist du Jesus Christus, der Gott der Bibel? Oder Gott, bist du Allah, der Gott des Korans? Und Gott wird dir antworten. Mach das, mach dieses Gebet. Frag Gott, was ist der richtige Weg? Und der wahre Gott wird sich melden. Der wird dir den Weg zeigen. Der wartet nur darauf, dass du ihn fragst. Ja, inshallah. Ne, sei neutral. Wenn Allah sich meldet, alles klar, alles gut. Aber wenn der Herr Jesus sich meldet, ja, dann Ja, weißt du, was die Wahrheit ist. was ich aber halt auch krass finde an den Koran, also sind das ein paar Sachen, die ich auch nur so weiß, aus, glaube ich, Passuren oder so, oder Hadithe sind das, Ja. dass so ein bisschen die Zukunft vorausgesagt worden ist, ne? Jetzt manche sind es vielleicht zufällig, ne? Aber manche Sachen sind ja auch schon detailliert, ne? Das finde ich halt krass. Eben ja nicht. Also da sind zum Beispiel etliche wissenschaftliche Fehler im Koran. Oder Mohammed hat viele wissenschaftliche Fehler, die er in den Hadithen gesagt hat. Ein ganz kleines gutes Beispiel ist, er sagt in Sahih Muslim Hadith, dass der männliche Samen, die Spermien, in der Frau 40 Tage überleben. Aber wissenschaftlich ist es heute bewiesen, dass der Spermien von einem Mann nur 5 Tage im Körper einer Frau überleben. Das ist bewiesen, also das ist ganz klar bewiesen. Das ist nur ein Fehler. Und es gibt da tausend weitere Fehler, auch im Koran. Ich weiß das auch bei den Frauen. Die Spermien bleiben doch nicht völlig stark, dann hättest du doch 30 Kinder. Jeder. Dann würdest du ja Ja, immer genau. den Zyklus treffen, wenn das ja so lange dran bleibt. Das meine ich. Ja, genau. Also die Eizelle der Frau wurde ja komplett vergessen im Koran. Weil eben vor 1500 Jahren war das der gängige wissenschaftliche Meinung, dass eben die Spermien vom Mann und der Samen der Frau sich dann zusammenmischen, so, und dann daraus Kind entsteht. Weil man eben keine Mikroskope hat und die Eizelle der Frau nicht beobachten konnte. Ja, so sagt sie im Kaffee, in Sure 86, Vers 6 bis 7, ne? Dass die Ja. Sperma der Frau sich mit dem Sperma der Mann vermischt und daraus dann das Kind entsteht. Eine einzige Katastrophe. Und das ist ein medizinischer Fehler. Das wurde da vor 1500 Jahren so geglaubt. Das war medizinischer Stand damals. Und der Koran oder beziehungsweise Mohammed oder die Schreiber des Korans haben das einfach übernommen, diesen Fehler. Krass. Du kennst sie, ihr kennt euch richtig gut aus, ne? Das ist schon hart. Er hat sich damit auseinandergesetzt, ne, komplett. Auch der Reza hat mir gerade gesagt, er hat 20 Jahre erstmal gebraucht, um
um seine Seele richtig zu gucken, und dann ist er zum Christentum erst gegangen. Ja, ja, natürlich, das ist ein langer Prozess. Ne? Du darfst und nicht vorher dich entscheiden, bis Gott dich sozusagen zur Wahrheit leitet. Nicht einfach aus deinem eigenen Kopf und so sagen, okay, das gefällt mir besser, das nehme ich, wir sind nicht im Bazar. Ja, Gott muss dich zur Wahrheit führen, nicht du, weil wir Menschen, wir haben einen niedrigen Intellekt, wir können nicht alles fassen. Aber wenn Gott dich führt, wenn du Gott zeigst, dass du ein Schaf, wir sind nur Schafe, und Gott führe deine Schafe zur Wahrheit, dann wird der Gott dieses Gebet von dir erhören und er wird dich retten. Er wird dir die Wahrheit zeigen. Aber verpasse deine Zeit nicht, verplempere deine Zeit nicht, weil du weißt nicht, wie lange du noch hast. Das ist das. Was war denn bei dir der Grund, Amir? Der hat mir schon seine Gründe gesagt. Ja, bei mir war das der ausschlaggebende Punkt, als ich dann die Debatte zwischen Josh McDowell und Ahmad Dedat gesehen habe. Ich weiß nicht, wenn du Englisch verstehst, würde dir das sehr, sehr viel helfen. Ne? Also du würdest dann verstehen, anhand einer Debatte, wie der christliche Glaube eindrucksvoll bewiesen wird. Das ist unglaublich. Also, ich habe mir das ja angeguckt, unvoreingenommen. Ich wollte gar nicht so in dem Moment auch den Herrn Jesus Christus annehmen. Aber als die Debatte dann fertig war und sich diese ganzen Argumente auf mich einprasseln ließ, ich konnte gar nicht anders. Das war, als käme ich mir so unehrlich vor nach dem, was Josh McDowell da gesagt hat und bewiesen hat. Danach wollte der Ahmad Dedat auch nie wieder mit ihm debattieren, weil er so von ihm auseinandergenommen hat und hat ihm mit Mord gedroht. Er hat gesagt, wenn du einmal Südafrika hier betrittst, werden wir dich töten, weil er so eine Welle geschlagen hat. Krass. Ja, deswegen mein Vorteil war, dass ich Englisch noch so einigermaßen gut verstehe und mir die Debatte angucken konnte und verstehen konnte. Und dieser andere, George, wie heißt er noch? Josh McDowell, der war ja ein Atheist und wollte eigentlich das Christentum widerlegen. Er hat also wie ein Wissenschaftler dann losgezogen nach Israel, hat das Ganze untersucht, ist den ganzen Dingen nachgegangen, ist Jesus Christus wirklich gekreuzigt worden, hat historische Beweise berücksichtigt und alles. Und dann am Ende meinte er, ich wollte gar nicht Jesus Christus annehmen, aber ich konnte nicht anders. Der Glaube an Jesus Christus ist bewiesen. Und das war dann auch der Grund für dich, dass du dann Christ geworden bist, oder hast du einfach auch? Ja, genau, das war auch mein ausschlaggebender Punkt, als ich diese Beweise von ihm gehört habe, wo ich gesagt habe, das war's. Der Islam ist ja das aller schlimmste Lüge, was es auf dieser Welt gibt. Heftig. Astaghfirullah. Ja, klingt natürlich für dich erstmal in dem Moment natürlich ein bisschen heftig, aber wenn du näher dir das Ganze betrachtest und dann siehst, was Allah da am Kreuz getan hat, du kriegst Schock hundertprozentig. Du wirst sagen, das ist der größte Betrüger aller Zeiten. Er ist also der Urheber und lässt das Christentum entstehen und dann bestraft er die Christen auch noch für etwas, was er selber verursacht hat. Das muss es immer geben. Das hört sich alles auf jeden Fall logisch an, ja? Ja, verstehst du Englisch? Ja, ja. Dann guck dir die Debatte an. Was Jesus Christ crucified? Ahmad Dedat gegen Josh McDowell. Wenn du danach nicht den Herrn Jesus Christus annimmst, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist mir nicht mehr zu helfen, ne? Ja, du hörst dann zwei Leuten zu, die auf akademischem Grad miteinander debattieren. Und dann kannst du für dich selber deine Schlüsse ziehen. Wer für dich besser argumentiert hat, wer die besseren Beweise hatte, und dann wirst du dich entscheiden. Weil es geht um alles. Wurde Jesus Christus gekreuzigt, ist der Islam falsch. Wurde er nicht gekreuzigt, ist der Islam sozusagen dann richtig. Oder beziehungsweise dann dann sind wir alle verloren, wenn der Herr Jesus Christus nicht gekreuzigt wurde. Verstehst du, wenn er nicht gestorben ist und gekreuzigt wurde? Dann schweben wir in allergrößter Gefahr. Dann ist unser Glaube ja null und nichtig, sagt der Apostel Paulus. Ja. Krass. Du bist gerade am Liefern, kann das sein? Ja, nimm dir die Zeit. Das geht 2 Stunden und da kannst du dir Zeit nehmen und dann das Ganze gucken. Ja, mach ich mal auf jeden Fall. Warum nicht? Hast du noch eine Frage? Bitte. Hast du noch eine Frage? Dann hole ich jemand anderen dann rein. Ach so, ja, alles gut. Die Leute sind schon hier am Gammeln. Hol mich hoch, hol mich hoch. Okay, mach's gut, mein Bester. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Danke Ciao. Für das Gespräch. Ja, ciao. Ja. Wen soll ich denn hier reinholen? Ich weiß gar nicht, wen ich reinholen soll. Ich mache jetzt einfach auf Zufall.
Zufallsgenerators eingeschaltet. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum das ist der Wahnsinn. Was singt er? Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hallo. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wie geht's dir? Deine Stimme ist so leise. Kannst du lauter sprechen? Hörst du mich jetzt besser? Ich höre dich leise. Hörst du ihn laut, oder? Nee, auch leise. Der muss, glaube ich, ein bisschen näher ran oder sowas. Oder... Ich versuche mal ein bisschen lauter zu sein für euch. Was geht ab? Ja, jetzt ist besser. Was geht ab? Na, nicht spielen, ein bisschen über den Herrn Jesus Christus sprechen und ja, so ein bisschen auch den Islam halt widerlegen. Ne? Das klingt auf jeden Fall nach einer... Was sagst du? Das klingt nach einer amüsanten Tätigkeit. Denkst du, du benimmst dich? Ich verstehe keinen Wort, Mann. Was ist, was mich verzupft, Leute? Ob du denkst, dass du dich wie Jesus benimmst? Dass ich mich wie Jesus benehmen würde? Ja, denkst du. Ich denke, ich bin ihm ganz nah. Aber du musst auch bedenken, dass ich immer noch ein Mensch bin, der Emotionen, Gefühle und alles hat. Und ich auch in diesem sündigen Körper gefangen bin. Ich kann niemals so sein wie der Herr Jesus Christus. Deswegen musst du auch bedenken, dass wir Menschen auch Sünder sind und wir hier und da auch Fehler machen. Aber ich sage immer wieder, dass ich die Muslime liebe, aber die Ideologie dahinter nicht, nein. Das sagst du, ja. Ja. Was? Ich denke, es sollte ja von uns allen, also ich hoffe auch natürlich, dass wir uns wie Jesus benehmen, auch wenn das nicht... Wenn du vielleicht nicht denkst, dass Muslime das wollen, aber ich denke auch, dass das unser Ziel ist. Ich wünschte, ihr Muslime würdet euch verhalten wie Jesus, dann hätten wir ja schon Paradies auf Erden. Boah, wenn die Christen sich auch so verhalten würden, dann wäre es noch besser. Also. Ja, die Christen ziehen ja nicht los und stellen die Muslime vor die Wahl und nehmen Schutzgeld von ihnen. Meinst du? Also ich kann dir sagen, Der Koran ruft ja dazu auf, dass man von Juden und Christen Schutzgeld erpressen sollte und sie bekämpfen sollte aufgrund ihres Glaubens. Kannst du das vereinbaren mit deinem Gewissen? Ich kann dir nur so viel sagen, ich lebe in Deutschland, weil vor knapp über 20 Jahren sind orthodoxe Christen auf die Idee gekommen, die Muslime auf dem Balkan auslöschen zu wollen und dafür mache ich aber nicht den christlichen Glauben verantwortlich. Deswegen das denke kannst ich, du auch gar nicht. Das sind Menschen, die nach ihren eigenen Gelüsten gehandelt haben, weil wir aus der Bibel wissen, dass Jesus Christus etwas ganz anderes befohlen hat. Aber können wir das Gleiche auch mit dem Koran und dem Islam und die Muslime sagen? Absolut nicht. Doch, das kann man. Ja, doch, das kann man. Wir wissen beide, dass man das kann. Ach, das kann man. Also wenn Mohammed selber als Vorbild Menschen zum Glauben gezwungen hat, SEX-Sklavinnen hatte, Dörfer angegriffen hat, die Menschen zum Glauben gezwungen hat, Köpfe abgetrennt hat und Hände und Füße abgeschnitten hat, also dann, also ich weiß nicht, wie willst du das erklären? Sag es mir bitte. Das hat Moses auch gemacht. Moses war Staatsmann. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Das heißt, wenn einer das getan hat, muss der andere das auch tun, oder was? Was ist das für eine Argumentation? Ja, aber wenn du in deinem eigenen Glauben jemanden hast, der das tut, dann kannst du mich nicht dafür... Okay, dann möchte ich aber, dass du sagst, dass Mohammed ein Sünder war. Weil die Bibel sagt, dass alle Menschen gesund sind.